und herzlich willkommen zu den lustigsten Schlamasseln der Welt. Videos, über die ganz Deutschland lacht. Und heute sind sie nicht nur verrückt und witzig, sondern sogar umwerfend. Willkommen auf unserer Spielwiese. Ich Spielwiese noch nie gesehen haben. Auf halber Strecke zwischen Messias-Komplex und Neronismus tut sich für Boromir plötzlich ein irgendwie sinnloses Gewässer auf. Mit was man sich alles herumschlagen muss. Mutter Mädelbier redet sich und ihren Kindern ein, die braune Färbung würde ein Übermaß an gesunden Mineralien und Proteinen bedeuten. Erster Probetag für das Fußballspiel der Tiere. Erst ein Teammitglied ist da. Trainer Schmieding ist tapfer. Paukenschlag und Hörnerschall. Der grüne Kobold kommt zu Fall. Neue Forschungen belegen, in solchen Kleidern haben früher die Inkas ihre Schlachtopferrituale durchgeführt. Bollywood erobert nun auch die Vorstadtbühnen. Unter anderem mit dem Tanzdrama Die Stinkmorchel von Eschnapur. Lotti, stets bestrebt, in allen Wesen das Gute zu entdecken, findet an Lagerrüpel Knüpfer überhaupt nichts Erfreuliches. Endlich kommen die Männer mit den Kartoffelchips. Wanda war schon arg in Sorge. Ihr großer Schimanski-Videoabend könnte an einer dummen Kleinigkeit scheitern. Wie dem Fehlen der angemessenen Verpflegung. Der Höhepunkt von Rudis Verführungskünsten besteht im behutsamen Dimmen der Beleuchtung zum rechten Zeitpunkt. Wenn Sie diesen Urlaub im Gebirge verbracht haben sollten, dann ist Ihnen unter anderem Folgendes erspart geblieben. Wussten Sie schon, dass das Wort Lama eigentlich nur eine Abkürzung ist? Aufpassen. Listiger, ausgebuffter Mädchenanspucker. Lama. Dora ist verwirrt. Sie erkennt in diesem Geschöpf eine Mischung aus Cousine Helga und dem ödeligen Flocati, den sie neulich der Heilsarmee gestiftet hat. Mit der Energie dieses kleinen Fratzes bewirtschaftet Frau Scholtes ihren Haartrockner. Meine Biologielehrerin wollte mir nie verraten, wozu Hirsche diese Dinger brauchen. Ganz unruhig ist sie immer geworden, wenn ich danach gefragt habe.
18 Monate harten Trainings bei Spezialnahrung haben nicht mehr hervorgebracht als dieses selbst für Katzenverhältnisse äußerst blässliche Kunststückchen. Beate, ich bin enttäuscht. Leute, ich muss jetzt aber wirklich gehen. Och, bleib doch noch ein Viertelstündchen. Unmöglich. Wenn ich noch ein Glas trinke, schlafe ich ein und träume lauter schreckliche Sachen. Mando! Hier sehen Sie die komplette Eignungsprüfung für eine Karriere beim Fernsehen. Die Wohnungsneuheit aus Sachsen. Das nicht kindgerechte Kinderzimmer. Ruff auf die Kommode. Ein hochfliegender Plan für so kleine Flügel. Dieses Schlachtfeld wird nur einer von uns Leben verlassen, frecher Gevatter. Es geht um meine Ehre. Das Minenspiel dieses Knaben erinnert sehr an Helmut Kohl vor dem Parteispendenausschuss. Die Eilbachers sind in der Ortschaft als Rabattenschädlinge verschrien. Merke, auch gesetzestreue Bürger können schon mal Bruch machen. Was gleich kommt, musste irgendwann passieren. Er trägt das Ding seit der Einschulung seines Sohnes. Eulalia die Unscharfe wird heute für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. In der Hoffnung, es möge abgeschlossen sein. Kennen Sie noch den Typen mit dem langen Mantel aus der Sesamstraße? Diesen, hey du, was, welch? Psst, genau. Willst du einen A kaufen? Ich wüsste ja gern, was der Typ aus dem nächsten Film zu verkaufen hat. Eine beliebte Propagandalüge besagt, Charme bestünde gerade darin, sein Fehlerchen offen zu zeigen. Wenn man das erst einmal verinnerlicht hat, ist man locker genug, um die schönen Stunden zwischen der viertägigen Anfahrt im Stau und der fünftägigen Rückfahrt im Stau so richtig zu genießen. So. Seit dem letzten Atomtest vor der Küste ist der Sand so verstörend flauschig, da muss man sich einfach etwas öfter reinsetzen, um ihn richtig auszukosten. Und richtig neidisch werden die Peoples zu Hause, wenn man davon berichtet, wie man ganz alleine den neuen Seeweg nach Indien gefunden hat. Aber auch zu Hause kann man den Urlaub zu einer unvergesslichen Sause machen. Der Trend geht jetzt zum Zweitpferd. Mutti kann öfter mal das Auto haben und auch Krümelchen hat was davon. Bierbrauer Mohrungen hat den Zossen günstig abgegeben. Und wann sonst hat man schon Zeit, sich mal in aller Ruhe den alten Seeweg nach Knieritz an der Knatte anzuschauen? Gute Neuigkeiten für Heimatverbundene. Die Bottropper Wildwassermulde wurde jetzt auf Gran Canaria täuschend echt nachgebaut. Bis hin zur letzten verbeulten Bierdose. Die Preise sind allerdings etwas unterschiedlich. Und hier noch ein wichtiger Tipp. Für den Schiedwettertrip an die Waterkant empfiehlt sich unbedingt die passende Kleidung. Schwager Petersen hat's ausprobiert. Hulda macht grundsätzlich nur Urlaub mit Lebewesen, die eine noch dickere Kiste haben als sie selbst. Bei den Flusspferden in Indien war sie letztes Jahr, blieb dies Jahr nur Husemanns Ponyhof. Carlo wird das manteläugige Mädchen im Pool der Kameltankstelle in Sidi Bankrott nicht mehr vergessen. Guck mal, was ich kann. Guck doch auf! Im Vergleich dazu geradezu besinnlich. Reginbärtchens Nachmittag in der benachbarten Akkulade-Oase. Geile Haare, wa? Hui.
Das hier ist streng genommen kein Urlaubsbild, sondern der Versuch eines Sylters, in den Urlaub zu starten. Inzwischen erlebt Helmut die Wonnen der Helsingforser Thermalquellen. Ihr Jugendgehalt genießt Weltgeltung. Die Merkers hingegen haben Pech. Schon wieder ein Cluburlaub. Die Clubleitung findet, diese Fehlentscheidung muss bestraft werden. In den Auer-Auer-Dünen auf Bula Bula herrscht zur gleichen Zeit fröhliches Kille-Kille. In diesem Sinne, Tschüsschen, Tschüsschen.